Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneure beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Business machen. Und im heutigen Video bin ich zusammen mit Jutta Beyer. Jutta Beyer ist Marketingberaterin, Website-Coach und Erfinderin der Wunschkunden-Website. Hallo Jutta, herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo Jalia, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und das Thema des heutigen Videos, worüber wir sprechen, heißt 3 Schlüsselseiten aufgeschlüsselt. Und auf Englisch würden wir sagen, without further ado, fangen wir einfach an mit den Fragen, die wir vorbereitet haben und steigen auch in die Beispiele ein, weil Jutta wird uns einige verschiedene Dinge heute zeigen zu dem, was sie sagt. Jutta, für diejenigen, die noch nie überhaupt von dem Begriff Schlüsselseiten erfahren haben, was ist denn überhaupt eine Schlüsselseite und wie unterscheidet sie sich von einer, in Anführungszeichen, normalen anderen Seite auf der Webseite? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt mehrere Arten von Seiten auf der Website. Es gibt ja diese Standardseiten, die fast jede Website hat, wie Kontakt oder auch diese Impressum und Datenschutz, das ja rechtliche Vorgaben sind. Und dann gibt es eben gewisse Seiten, die spielen eine wesentliche Rolle für den Erfolg der Website. Ja. Erfolg definiert natürlich jeder anders, aber das Hauptziel, worum es bei einer Wunschkunden-Website zumindest ja geht, ist die Kundengewinnung. Mhm. Und da spielen eben die Schlüsselseiten eine wichtige Rolle. Meist ist es ja so, man versucht aus den Besuchern Interessenten zu machen und diese wiederum später dann zu Kunden zu machen. Und hier geht es vor allem um den Beziehungsaufbau eben, um dieses, dass die Leute zu Interessenten werden, was ja oft ist das Ziel, dass sie sich zum Beispiel in die Newsletterliste eintragen oder dass man irgendwie dann eben in Kontakt bleibt. Mhm. Da liefern diese Schlüsselseiten eben wichtige Infos oder spielen eine wichtige Rolle, weil sie Grundlagen bilden für diesen Prozess. Okay, sehr gut. Und meine Zielgruppe und auch deine Zielgruppe ist sicherlich auch fast gleich, nämlich Experten und Online-Unternehmer, Solopreneure, Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister, also die quasi selbst das Produkt sind oder vielleicht in kleineren Teams unterwegs sind. Auf ihrer Website, was würdest du sagen, sind die 3 Schlüsselseiten und warum ist das so? Ja, das sind, also ist einmal die Startseite. Das ist klar die Seite, die eigentlich am meisten aufgerufen wird, die auch auf Visitenkarten und überall angegeben wird als Einstiegspunkt. Ja. Und die spielt natürlich dann eine wesentliche Rolle, sprich erster Eindruck. Und ja, da werden wir nachher ja noch mehr drauf eingehen. Mhm. Und dann eine ganz wichtige Rolle spielt auch die Über-mich-Seite. Weil die eben ganz viel dazu beiträgt, um diese Basis zu bilden, der Vertrauensaufbau, damit die Besucher mehr erfahren über denjenigen, der eigentlich da dahinter steckt. Ja. Und auch, warum derjenige vielleicht geeignet ist und ihnen helfen kann bei den Problemen, Herausforderungen, die sie haben. Ja, und die dritte Seite, das ist die Angebotsseite, wobei die sag ich mal, flexibelsten ist und je mehr oder weniger eine große Rolle spielt, je nachdem, was man für ein Marketingkonzept dahinter steht. Ja, es gibt auch welche, die verzichten ganz auf die Angebotsseite, aber die meisten haben eine und da ist es dann wichtig, vorzustellen, was kann ich denn hier überhaupt bekommen, in welchen Bereichen bekomme ich Hilfe und ja, hier wird auch versucht, so die Bedenken auszuräumen, weil jeder hat ja dann so, wir sind kritische Menschen von Natur aus und haben gewisse Vorbehalte und denken, ja, warum ist jetzt der Richtige für mich? Und das ist die Aufgabe so der Angebotsseite, darum ist die auch wichtig. Ja, und das sind tatsächlich auch die 3 Seiten, wo ich am meisten Fragen bekomme von meinen Kunden auch. Ja, so, was soll auf diese Startseite, was soll auf meine Über-mich-Seite, was soll auf die Produktseite? Und
Wir werden das jetzt gleich vertiefen. Keine Sorge, wir schauen uns das eben jeweils alle drei Schlüsselseiten genau an und gucken, was es auf sich hat. Also wollen wir einfach mit der Startseite beginnen, weil das ist einfach, wie du sagtest, die erste Seite, wo man landet in der Regel, wenn man über eine Suchmaschine kommt, wenn man nicht direkt von einer Facebook-Anzeige in einen Blog kommt oder so, ist es wirklich auch die meist abgerufene Seite. Genau. Meine Frage an dich zu Beginn wäre, welche Rolle spielt tatsächlich diese Startseite und was soll sie aus deiner Sicht leisten? Ja, die Startseite, die ist erstmal ganz wichtig für den Gesamtüberblick. Mhm. Ja, man möchte als Besucher, wenn man auf eine Seite kommt, erstmal wissen, wo bin ich denn eigentlich hier gelandet? Mhm. Worum geht es da? Also was ist das Thema? Und ist das was für mich? Also betrifft mich dieses Thema? Bin ich angesprochen? Ja. Ja, und da ist eben diese Übersichtsfunktion ganz wichtig. Und dann ist es weiterhin noch wichtig, im zweiten Schritt dann, dass die Website den Besucher führt und aussagt quasi, welche Funktionen gibt es denn hier auf der Website? Also was kann ich hier denn überhaupt erkunden? Mhm. Was gibt es hier für mich zu finden, zu sehen? Oder dann für wiederkehrende Besucher, die schon mal da waren, die sich schon ein bisschen auskennen, die kommen dann manchmal mit der Frage, ja, gibt es was Neues, wenn jetzt zum Beispiel ein Blog betrieben wird oder sonstige anderen News, ob neue Veranstaltungen sind oder sonstige Sachen, das suchen sie eigentlich auch auf der Startseite dann. Okay, das heißt also drei wesentliche Rollen. Also zum einen, bin ich hier überhaupt richtig? Ist diese Seite für mich geschrieben worden oder für mich gemacht worden? Zweitens, was gibt es hier alles überhaupt auf der Seite zu entdecken? Und die Homepage gibt einen ersten Indiz dafür und verteilt sie in die Unterbereiche. Und drittens, wenn ich nicht das erste Mal da bin, sondern das zweite Mal, dass die Homepage auf jeden Fall aktuellere Informationen haben sollte, wo man was anderes sieht, als wenn man das letzte Mal da war, dass man diese Aktualität gewahrt bekommt. Genau, den Besucher dann auf jeden Fall weiterführen, dass er sofort auf den ersten Blick sieht, ah, hier gibt es Aktuelles, hier gibt es Neues. Mhm. Okay, alles klar. Also, dann können wir vielleicht beginnen mit dem Screensharing, weil ich weiß, dass du eine Vorlage entwickelt hast, die wir gleich ansehen wollen. Aber bevor wir das rüberwechseln, eigentlich als nächstes wollen wir schauen, welche Inhalte gehören dann tatsächlich auf der Homepage, wenn diese drei Dinge erfüllt werden sollen, die wir gerade besprochen haben. Was gehört an Inhalte auf einer guten Startseite und was sollte man deiner Sicht nach weglassen? Und jetzt übergebe ich an dich zum Screensharing, weil du hast die Kontrolle dazu. Genau. So, jetzt müsste meine erste Beispielseite zu sehen sein. Sehe ich, absolut. Genau, das ist eine Vorlage, die ich für meinen Online-Kurs entwickelt habe und die passt hier, glaube ich, ganz gut. Mhm. Also, wir sehen hier oben natürlich erstmal das Hauptmenü, das auf jeder Seite sein muss eigentlich, also auf der Startseite unbedingt sein muss, weil das eben genau auch diese Funktion erfüllt, was find ich hier noch auf der Seite schon mal und was sind so die wichtigsten Punkte, also spricht auch das Thema an. Ein Logo gehört natürlich auch hin, wenn man eins hat zumindest, manche verwenden auch am Anfang ein Profilbild oder was in der Art. Ja, und dann eben ganz wichtig, dass das Thema dargestellt wird. Und da könnte man hier jetzt natürlich ein wunderschönes Titelbild oder einen Slider reinbasteln, der auch visuell eben das Thema aussagt. Mhm. Das ist, wenn man das jetzt so sagt, eigentlich sollte man, ohne jetzt überhaupt ein Wort zu lesen, sollte man schon von der Stimmung her das Thema einfangen können. Das wäre so der Idealfall. Okay. Genau, aber dann eben mit Titel und Untertitel nochmal so ganz kurz und prägnant das auf den Punkt bringen, worum es eigentlich geht. Mhm. Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz, also ich zum Beispiel, jetzt muss es ja wieder neu laden. Okay, bei mir steht jetzt hier einfach, gewinne Wunschkunden mit deiner Website. Mhm. Sodass das einfach schon mal klar ist, okay, Wunschkunden ist das eine, Website das andere. Und im Bild habe ich hier versucht, ja, mal mit diesem Notebook so Website abzubilden.
klar, es ist natürlich schwierig, je nachdem, was man für ein Thema hat. Ja. Aber das sieht man auch, wo du wohnst, im Allgäu, gell? Das sieht man auch. Das finde ich auch schön. Sozusagen mein echter Ausblick. Dein echter Ausblick aus dem Fenster. Ja, es ist natürlich nicht direkt, ich habe jetzt nicht so ein ausladendes Fenster, aber es ist mein echter Ausblick, genau. Ja, man sieht auch sofort, dass du auch gut in Jeans aussiehst. Das habe ich ja wirklich beneidenswert. Ja, das ist... Nee, wirklich wahr. Ich lieber wieder zur Folie, ist so. Ja, bevor du rot wirst, dann schaust du mal da. Ich mir ist so heiß hier von den vielen Lichtern. Leider nichts bringen, weil Batterie schwach ist. Aber gut, das eine hier macht warm. Okay, aber zurück zum Thema. Ja, das Zweite ist, dass man natürlich, wenn man jetzt als Online-Unternehmer arbeitet oder zumindest online auch versucht, in Kontakt zu bleiben, dann wäre ihr hier auch gleich am Anfang der erste Schritt, dass man hier schon anbieten könnte, so in den Beziehungsaufbau zu gehen. Ja? Dass man schon anbietet, man kann sich hier in die Liste eintragen, wenn man zum Beispiel ein Freebie jetzt hat, gleich irgendwas ganz Tolles anbietet, sowas Kurzes, wo das Interesse gleich geweckt wird, ja. Und die Leute sagen, oh cool, hier 10 Tipps oder was, eine Tool-Liste, ja, das ist super, das könnte doch schon mal ein erster Schritt sein, das könnte mir doch schon mal helfen in der Situation, in der ich jetzt bin. Genau, und bei dir, was ich gerade gesehen habe, war es der Website-Check, was natürlich super gut passt zu deinem Thema. Und bei mir zum Beispiel auf der Homepage ist aktuell das Grundlagentraining für Beyond, wo man kostenfrei über Mindset was lernt, eigentlich. Genau. Genau, entdecke die Formel für entspannten Erfolg. Genau, das führt zu diesem Grundlagentraining. Ja. Ja, das finde ich auch richtig schön, hier gleich mit Herz getrieben. Genau. Kommt schon gleich rüber, was dir auch wichtig ist, ja selber. Mhm. Genau. Und was man auch schön sieht, eben, du bist hier im Bild, ich bin bei mir auch im Bild, dass schon mal die Person an sich, wenn wir als Solopreneur sind, wir ja in gewisser Weise einfach auch unser Business, dann wollen die Leute natürlich auch uns sehen. Mhm. Ja, wer steht da dahinter? Ja. Und genau, das ist auch richtig schön gelöst hier. Man kann eben einerseits dann, manche machen das mit einem Profilfoto dann, und man kann aber dann auch eben so bei der Arbeit oder im Kontext Bilder verwenden. Ja, bei mir habe ich versucht, beziehungsweise das war nicht meine Idee, sondern bei Hanna, wegen dieser Treppe, dass es darum geht, auf die nächste Stufe zu kommen in deinem Business, ne? So darzustellen in gewisser Weise. Genau, da hast du auch nochmal ein, ja, nennen wir es mal Profilbild, genau. Ja. 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 Das ist ein schönes Beispiel hier auch. Da stellst du dich kurz vor. Genau, das habe ich bei mir auf der Seite dann auch. Was wichtig ist, so, wer steckt da dahinter? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eben eine ideale Möglichkeit, um dann hier zu verlinken, mehr über Jutta, also wenn jetzt die Leute mehr erfahren möchten, wer da dahinter steht, dass man dann auf die Über-mich-Seite gleich verlinkt. Okay. Und hier die Brücke schafft dann. Mhm. Und den Einstieg zur Über-mich-Seite hier, also die Besucher führt, wer mehr erfahren will, der geht dahin. Aber das habe ich zum Beispiel bei mir noch gar nicht, aber das ist ein guter Hinweis, das könnte ich ganz leicht... Habe ich ganz kurz jetzt zu mir gewechselt, weil ich dachte... Ja, kann ich echt ganz... Schau, ich hatte dieses Interview mit der Petra von Schenk und sie hat gesagt, hey, bringe hier direkt sofort in deinem Elevator-Pitch drauf, dass du mehr als 20 Jahre Marketing-Erfahrung gebracht hast. Das habe ich ergänzt, weil nach unserem Interview, jetzt ergänze ich nach unserem beiden Interview, dieses mehr über mich erfahren. Das habe ich gar nicht drin. Ja, super. Ich bin sofort auf. Red du weiter. Ja, aber als allererstes ist eben nochmal ganz wichtig, der Teil, der jetzt hier kommt, der stellt die Brücke dar zu unseren Wunschkunden.
Er sorgt dafür, dass die sich angesprochen fühlen. Das heißt, wir müssen versuchen, uns in die Situation des Wunschkunden hineinzuversetzen und ihn so anzusprechen, dass er sich angesprochen fühlt. Mhm. Und das heißt, ich habe hier das so als Beispiel ein bisschen, du möchtest, und dann eben den Wunsch, was sich denn unsere Wunschkunden, was ist das Problem von denen, wo wollen die hin, wobei können wir denen helfen? Ja. Und dann kurz eben den Wunschkunden beschreiben, ja, so du bist Solo-Unternehmer oder du bist, ja, keine Ahnung, und du machst das und das und dann die Herausforderungen beschreiben. Es fällt dir schwer, hier das und das miteinander zu kombinieren oder im Arbeitsalltag und Familie beides gleichzeitig, was auch immer das Problem des jeweiligen Wunschkunden ist. Und dann sagen, ja, hey, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ich kenne die Lösung, ja, ja. Damit der sich schon gesprochen fühlt und denkt, hey, ja, da geht es um mein Problem und cool, hier wird mir vielleicht geholfen. Ja, ja. Das ist eben dieser ganz wichtige Punkt, wo viele zu allgemein sind. Wenn man eine zu große, zu breite Zielgruppe hat und einfach nur schreibt, ja, du möchtest dich besser fühlen, ja, wer will das nicht? Mhm. Ja, dafür denke ich mir, ja, okay, will ich. Und jetzt? Ja. Ja, also hier wirklich eben spezifisch das Problem darstellen. Ja, ja. Also wie zum Beispiel, wir können schauen, wie du das gelöst hast, Jutta. Bei mir habe ich das gelöst mit diesem, du bist hier richtig als Coach, Trainer, Berater, Einzelunternehmer und du bist in den x-ten Jahr Zeit deines Aufbau und was auch immer. Also das war oben, ober, unterhalb. Genau. Genau, hier, ja. Mhm. Genau. Also du befindest dich in der Aufbauphase deines Geschäftes oder du bist gerade dabei, dein Business neu aufzurichten. Dein Fokus liegt aktuell drauf, dich als Experte online zu positionieren, sowie mehr Kunden und Klienten zu erreichen und anzuziehen und das am besten ohne hohe Werbekosten. Also quasi dieser Spiegel, wer bist du, was ist deine aktuelle Herausforderung, was suchst du gerade? Genau, und das ist eine super, super Zusammenfassung auf den Punkt, ja. Ja. Man kann gleich erkennen, okay, ja, das betrifft mich oder eben, ich bin irgendwie durch Zufall hier gelandet, das ist jetzt nicht mein Thema, okay. Er geht mit gutem Gefühl, ja, weil er sofort gesehen hat, okay, nee, das war jetzt nicht das, was ich gesucht habe, vielleicht hat er ja trotzdem einen schönen Blick von dir und deinem Thema mitgenommen und kann mal jemand anders dann da hinschicken, er ist auf jeden Fall nicht gefrustet. Das ja. finde ich ein ganz wichtiger Punkt, ja. Weil wenn manche sich erstmal durch 5 Seiten quälen und dann feststellen, nee, hier finde ich nicht das, was ich suche, dann gehen die mit so einem Hals, ja, und haben hier Zeit vertrödelt und sind dann nicht gut auf dich zu sprechen. Okay. Und auch sie sich in einem anderen Kontext mal wieder. Eben vielleicht erinnert sich jemand an dich dann mal und kennt jemand, für den das passt und kann dann sagen, ja du, da war ich neulich mal auf einer Seite, da ging es darum, schau doch mal dahin. Okay, das heißt auch, das sieht man in deiner Vorlage, diese Information, dieses Spiegel, ob du das bist, hast du richtig früh aufgelöst, das kommt sofort unterhalb ja. im Hero-Bereich, wo das allgemeine Thema um das Freebie angeboten wird, es kommt das vor, das als nächstes. Genau, also das erstens ist das allgemeine Thema einfach so mal generell, worum geht's und dann wirklich gleich näher drauf eingehen, damit sich der Wunschkunde konkret angesprochen fühlt. Das finde ich wichtig. Alles klar. Und dann, wenn man so jetzt so vermittelt hat, ja, hey, ich habe da eine Lösung für dein Problem, ich könnte dir helfen, dann könnte man jetzt zum Beispiel hier gleich sagen, wenn man jetzt Angebote hat, zum Beispiel, ich habe hier Bücher oder ich biete Beratung an oder ich mache das und das. Mhm. Das wäre jetzt einfach hier eine Möglichkeit, das dann so aufzulisten. Mhm. Kann natürlich auch einfach einen großen Call to Action machen und gleich auf die Angebotsseite verlinken, wenn man eine hat, mhm. je nachdem. Mhm. Und in diesem Kontext ist es dann auch gleich gut, wenn man noch für die Bestätigung sorgt, für diesen Social Proof, wenn man zeigt, ja, wie habe ich den anderen schon geholfen? Ja? Ist immer das eine, wenn man über sich selber was erzählt. Und es wirkt gleich noch mal viel besser, wenn andere was über einen erzählen. Ja.
Ja, und deshalb wäre es schön, wenn man jetzt Kundenstimmen hat, wenn man die dann auch gleich hier, zumindest zum Beispiel eine wenigstens, auf der Startseite dann auch gleich unterbringt. Mhm. Oder wenn jetzt jemand, ja, ein Webdesigner oder so, kann dann gleich zu seinen Referenzen verlinken. Oder ein anderer wiederum, wenn er Arbeitsproben hat, die er vorstellen möchte, also je nachdem, ja, was gerade passt. Was ich gemacht habe an der Stelle, ist zwei Videos zu nehmen, und was ich immer versuche, ist, diese auch abzuwechseln. Also immer wenn neue reinkommen, wechsle ich die mal aus auf der Startseite und versuche auch eine Spannbreite zu zeigen von Leuten, die ganz am Anfang sind an ihrem geschäftlichen Aufbau, und welche, die schon länger unterwegs sind oder dabei sind, gerade auf die nächste Stufe zu kommen, oder in dem Fall, was gerade da ist, jemand, der Privatkunden anspricht und jemand, der Firmenkunden mit seinem Angebot anspricht. Einfach so mal, dass die Besucher relativ schnell ein Gefühl bekommen, was ist die Bandbreite an Leute, die bei mir im Coaching sind, und wie ich ihnen helfen kann. Und das eben, wie du sagst, dass sie das von sich aus sagen. Genau, genau. Ja, und ich sehe, du hast dann auch quasi noch eine ganz eigene Seite ja mit Kundenstimmen. Ja. Das ist bei mir auch, weil es dann doch die wir jetzt wirklich, sagen wir mal, an dem anderen Punkt der Kundenreise so einsteigen, die jetzt dich vielleicht schon länger kennen und auch deine Startseite schon kennen und ja, im Newsletter schon von dir gehört haben, die jetzt wirklich konkret nach Kundenstimmen suchen, die werden dann gleich hier im Hauptmenü oben auf Kundenstimmen klicken. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, und dann hier auf meiner Vorlage habe ich, was jetzt ziemlich typisch ist und sich natürlich auch anbietet, wenn man jetzt Free Content anbietet, einfach schon mal Hilfestellung, Tipps, Infos, ohne dass der Besucher irgendwas machen muss, einfach ganz zwanglos kann man hier schon mal schauen, oh, da gibt es einfach Tipps, da muss ich mich nirgends eintragen, da muss ich einfach gar nichts tun. Kann er hier anfangen zu stöbern, wenn er sich noch nicht ganz sicher ist, ob das passt. Und kann einfach schon mal ein paar Blogartikel lesen und schauen, ob er da interessante Infos findet. Ja. Und eben, wenn jemand einen Podcast hat, kann er seinen Podcast angeben. Wenn jemand viel mit Videos macht, wird er zu seinen Videos verlinken. Aber ich denke, Blog ist jetzt so das, was viele am Anfang zumindest so als erster Start haben. Ja. Genau. Und dann kann man immer wieder einfach so einen Call to Action einbauen, wo man dann sagt, okay, entweder nochmal als Freebie oder wenn jetzt jemand wirklich schon super duper überzeugt ist, dass man gleich, wenn man jetzt ein Kennenlerngespräch hat zum Beispiel, dahin verlinkt. Genau. Absolut, absolut. Noch eine weitere Variante des Social Proof, dass man, wenn man sagt, hey, ich habe auch schon hier und da und dort was gemacht, also entweder wenn man jetzt Gastartikel geschrieben hat oder irgendwo anders schon publiziert hat, kann man da die Seiten angeben. Oder welche, die für Unternehmen arbeiten, geben der Unternehmen, für die sie tätig waren, an. Genau, das ist einfach eine andere Variante zu den Kundenstimmen auch nochmal, um eben so dieses Gefühl zu vermitteln, der ist schon bekannt und der weiß, was er tut, der hat schon einiges geleistet. So. Mhm. Genau. Und jetzt sind wir hier in meinem Beispiel schon am Ende der Startseite angelangt. Und da ist es ganz wichtig, dass man die Besucher nicht im Regen stehen lässt, sage ich immer. Ja. Ja, weil sonst scrollen die dann so runter und dann sind sie ja irgendwann hier unten und dann ist die Seite aus. Ja, und jetzt? Ja. Da ist es wichtig für die Besucherführung, dass man eben nochmal den Besuchern irgendeine Möglichkeit gibt, dass sie weiterkommen. Mhm. Ja, und da bietet sich natürlich dann auch an, jetzt zum Beispiel nochmal die Eintragung zum Newsletter oder eben das Freebie nochmal anzubieten. Ja, genau. Und falls du dich fragst, ja, was soll ich denn bringen? Also wenn du zum Beispiel gerade in einer Phase deines Businesses bist, wo du wirklich dabei bist, eine Community aufzubauen, Leute in deine Liste zu tragen oder sich eintragen lassen,
dann wiederhole das gerne. Also oben Freebie anbieten und unten Freebie anbieten. Wenn du schon die ersten, keine Ahnung, 100, 500 Leute auf deiner Liste hast und jetzt gehst du über in die Zielsetzung von deiner Website, dass du diejenigen, die schon eine Weile länger dabei sind, dass die endlich sich für ein Kennenlerngespräch eintragen, dann mach es aufgeteilt vielleicht. Also oben dein Freebie anbieten, unten Fokus auf das Kennenlerngespräch setzen. Das nur so, falls du dich fragst. Bitte, was? Genau, das finde ich eben auch ganz wichtig. Darum sage ich immer, es ist schwierig. Man kann natürlich Vorlagen und Gerüchte vorgeben, ja, aber man muss eben selber jeweils schauen, an welchem Punkt von seinem Business man gerade steht und welches Ziel man sich konkret eben jetzt setzt. Und wenn das Ziel jetzt ist, ich möchte die alle in meine Liste bekommen, dann eben so. Und wie du sagst, wenn man später dann sagt, okay, nee, mein Fokus ist momentan, ich möchte mehr Kennenlerngespräche führen, dann eben das. Genau. Jutta, bevor wir fertig machen mit der Startseite, was mir aufgefallen ist bei dieser Vorlage ist, einerseits, da ist viel Information drauf, da waren viele Elemente und also ich kann dich nur in deinem Vorschlag bejahen. Also ich finde das exakt so, wie ich das empfehlen auch auf der Homepage. Und gleichzeitig, es wirkt nicht wie zu viel. Also es ist aufgelockert, es ist schlank, man kriegt einen guten Überblick. Also insofern, man braucht keine Angst haben, denke ich. Oder wie siehst du das, dass man zu viel Informationen in dem Sinn auf der Homepage packt? Es kommt einfach darauf an, dass man das wirklich gut lüftig macht. Oder wie siehst du das? Genau, luftig ist ein gutes Wort. Es muss auf jeden Fall eben übersichtlich sein. Und man sollte aber nicht den Fehler machen und jetzt zu arg in die Details gehen auf der Startseite. Ja. Die Startseite hat eben zum Ziel, den Besucher zu weiterführenden Themen hinzubringen, wo man dann auch näher auf einzelne Sachen eingehen kann. Aber wenn man jetzt zu viel Text hat und zu viele Details, dann geht eben oft diese Übersichtlichkeit verloren, was man auf der Startseite ja unbedingt braucht. Können wir das bei dir nochmal auf der Webseite schauen, Jutta? Weil ich finde, du hast das sehr gut gelöst. Also bei dir ist alles drauf, was drauf sein soll, aber wirklich ist es nicht so detailliert. Es ist wirklich sehr global orientiert. Genau, das gibt den Zuhörern und Zuschauern ein Gefühl. Schau, wie wenig Text das eigentlich ist. Also es ist wirklich... Ja. Genau, und ich habe auch versucht, was eben schön ist, man das Ganze dann vom Design her einfach versucht, ein bisschen aufzulockern. Ja, wie hast du das gemacht? Weil viele wissen nicht, also was ich häufig sehe bei meinen Kunden ist, sie packen nicht nur sehr viele Details und viel Text, sondern die sind irgendwie alles gequetscht aneinander. Was tust du zum Auflockern in dem Fall, wenn du mit deinen Kunden arbeitest an ihrer Wunschkunden-Website? Ja, eben hier, das ist nochmal so ein großes Bild mit einem Call to Action, wo man auch weiterkommt und einfach viel Luft zwischendrin oder mal nur so ein Spruch oder was einfach größer und hervorgehoben. Überschriften sind eh wichtig. Ja. Und genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt sogar, diese Hervorhebung von Überschriften, weil das sind so Dinge, da kommen dann oft auch so Keywords vor, Begriffe, die auch die Wunschkunden benutzen und die sich dann wiederum angesprochen fühlen. Und genau. Sehr gut. Ja, was jetzt noch, also das Wichtigste haben wir eigentlich schon, aber was auch noch, was aber noch erwähnt werden sollte auf der Startseite, das ist eben die Verlinkung zu den anderen Präsenzen in Social Media oder zu anderen. Man hat manchmal nochmal andere Domains oder man verlinkt zu irgendwelchen Kooperationspartnern oder sonst was. Das sollte eigentlich alles auch von der Startseite aus so einen Überblick gegeben werden. Eben hier zumindest sieht man hier unten bei mir jetzt die Social-Media-Kanäle. Und hier zum Beispiel habe ich noch unsere Firmenwebsite verlinkt und mein Blog. Also alles, was noch woanders so im Netz zu finden ist, wichtige Dinge. Ja, und ich finde es wichtig auch zu betonen, also du hast das hier eher im Futterbereich gelöst, dass man hat die Leute gerade da auf der Webseite, man wollte das nicht wahrscheinlich so hoch anstellen, dass sie gleich wieder woanders hingehen, sondern es ist im Futterbereich ganz dezent, es weist auf andere Kanäle, wo du zu finden bist und es führt die Leute aber nicht direkt sofort wieder weg, weil das wäre wahrscheinlich auch nicht gut.
Genau. Okay. Ja, und jetzt zeige ich mal noch schnell eine zweite Vorlage, die ein bisschen anders aussieht. Die hat eben ein bisschen einen anderen Fokus. Das ist im Prinzip, die Elemente sind eigentlich gleich, nur ist ein bisschen anders aufgebaut. Hier wieder mit Logo und Menü, diese Wunschkundenansprache, ein Freebie anpreisen. Und da gibt es jetzt hier eben in dieser zweiten Vorlage eine Sidebar, wo hier oben auch ein Bild von dir dann reinkommt und wo man hier auf die Über-mich-Seite weiterleiten kann. Manche nennen das ja auch Starte hier, ja, zum Beispiel. So einfach als Startpunkt, wo man als Einsteiger dann mehr findet. Hier gibt es die Social-Media-Buttons hier oben. Mhm. Und jetzt, das ist so der große Unterschied zur ersten Vorlage. Da gab es jetzt ein Freebie. Das ist von jemandem, der vielleicht gerade eher noch in den ersten zwei Jahren kleines Business ist vielleicht. Und das hier bietet sich jetzt für jemand an, der schon ein bisschen weiter ist und vielleicht auch digitale Produkte schon anbietet und schon länger jetzt unterwegs ist und sich verschiedene Funnels schon aufgebaut hat. Ja. Und vielleicht auch unterschiedliche Freebies hat, ja, ja, wo dann eben das Ziel ist, okay, der Besucher kann zwischen mehreren Themen sich quasi entscheiden, ja, was ist im Moment für ihn am wichtigsten. Der eine vielleicht ist es ein Online-Marketer, der ein Produkt hat über Listenaufbau, dann wird er hier ein Freebie machen, die deine E-Mail-Liste aufbaust, mhm, oder so. Und wenn sich da jemand einträgt, bekommt er im Nachgang dann eben, wird er so zum Angebot geleitet. Ja, ja, und dann hat er noch vielleicht als zweites Thema Social Media. Ja, dann bekommen hier die 10 besten Tipps. Okay, blödes Beispiel, mal die 10 besten Tipps. Es ist schwierig, auch welche aus dem Stegreif zu finden. Ja. Voll kreativ, ja. Nee. Aber ich glaube, der Sinn wird deutlich so, ja. Das ja, ist jemand, der einfach schon viel länger dabei ist, der schon viel mehr Content produziert hat, der da schon im Hintergrund viel aufgebaut hat. Ja, ja. Und dann kann der hier zum Beispiel schon so eine Einteilung vornehmen. Ja, also jeder hat steht an einer anderen Stelle in seinem Business oder hat vielleicht eine andere Art von Komplexität. Ein Beispiel, der mir gerade einfällt, ist einfach alleine der Wolfgang Staud, ein Kunde von dir, wo er Wissen weitergibt, sowohl an Privatzahler wie auch an Firmenkunden, und deswegen braucht er dadurch zwei verschiedene Freebies, alleine weil er zwei verschiedene Zielgruppen anspricht. Es gibt etliche Gründe, warum das bei dir sein könnte. Und diese genau, Seite, die habe ich hier sogar auch auf. Ich habe noch mit Wolfgang vor ein paar Tagen gesprochen. Ja. Oh ja, zeig doch meine Seite nochmal. Der ist dein Freund, weil das ist doch das Schönste, wenn jemand sagt, ja, zeig meine Seite und freut sich drüber. Ja, er ist stolz drauf, im Gegensatz zu, oh, ich verstecke mich lieber mit dem. Er darf aber auch wirklich stolz drauf sein, weil ich habe ihn zwar ein bisschen unterstützt, aber er hat wirklich dann auch schon viel selber gemacht. Also er pflegt die Seite jetzt auch selber und ergänzt immer wieder selber. Und genau, das ist ja auch wichtig, dass man mit der Seite mal kurz am Rande, dass man mit seiner eigenen Website einfach umgehen kann. Absolut. Und er hat es einfach so gelöst, dass er diese durch die Mitte quasi teilt und links sind die Selbstzahler, rechts sind die Firmenkunden. Und das hat er konsequent auf der ganzen Homepage oder Startseite runterdekliniert. Genau. Und er hat hier auch dann eben, was das Angebot belangt, quasi zwei Angebotsseiten. Einmal die privaten und einmal die Firmen. Da wollte ich eigentlich genau beim Angebot dann drauf eingehen. Wir sind jetzt schon ein bisschen... Hey, das ist ein guter Übergang, weil wir kommen ja jetzt schon zu denen. Lass uns einfach über die Angebotsseite sprechen, oder? Wir können immer noch zurückreisen. Genau. Also wenn wir schon dort sind. Okay, also dann... Schauen wir eine Angebotsseite an. Was gehört überhaupt auf einer Angebotsseite aus deiner Meinung nach? Jutta, du hast gesagt, manche Leute verzichten drauf. Jetzt gehen wir in dem Fall aus, du möchtest nicht drauf verzichten, du möchtest eine Angebotsseite haben. Was ist da wichtig? Welche Rolle spielt sie? Was gehört dahin? Ja, also auf der Angebotsseite ist immer wichtig, so, als wenn ich jetzt eine Überschrift für die Angebotsseite bräuchte, dann würde die aussagen, warum soll ich, was bringt es mir, warum, ja, was ist für mich da drin?
Also was ist der Nutzen überhaupt von diesen Angeboten? Ja. Entschuldigung, ich war nur ein bisschen irritiert, weil hier gerade irgendwas von instabiler Internetverbindung kommt. Aber ja, das war gerade auch ein Unterbrecher drin, deswegen habe ich wiederholt, was du gesagt hast, weil es gerade ein Unterbrecher war. Okay. Macht aber nichts, es ist nur kurz gewesen. Genau. Ja, also der Kundennutzen, das ist ganz, ganz zentral, dass der Kundennutzen rüberkommt, weil, haben wir vorher schon gesagt, jeder ist kritisch und sagt erstmal, ja, was habe ich davon? Mhm. Ja, und da ist es eben ganz wichtig, die Vorteile aufzuzählen. Sagen, hey, das und das und das bringt dir das. Du kannst das und das und das erreichen. Und dann auch die Ergebnisse eben. So schaut es dann hinterher aus. Und diesen Wunsch wecken, da kommt auch viel Emotion mit, finde ich. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Themenbereiche, sachliche oder wenn es aber um Coaching zum Beispiel geht, wo viel ja, die Gefühlswelt und ob man glücklich ist oder nicht mitspielt. Man muss dem Kunden vermitteln oder dem Interessent vermitteln, hey, ja, es ist möglich, du kannst das und das erreichen, du kannst wieder glücklich sein oder was auch immer. Dass sich der bestätigt fühlt und denkt, hey, jetzt habe ich da meine Probleme und cool, vielleicht kann mir da echt geholfen werden. Dass er da liest und sagt, ja, so fühle ich mich, okay, cool, da könnte es eine Lösung für mich geben. Das ist super wichtig, was du ansprichst, Jutta, weil ich kenne, also gerade weil du die Coaches ansprichst, dann eine häufige Situation, die ich begegne, wenn ich jemands Webseite anschaue, ist, dass auf der Angebotsseite stehen nur lauter Begriffe von Methoden, die sie machen. Wir machen eine Wingwave-Session und eine, keine Ahnung, Glaubenssatz-Durchbruchsstunde oder sonst was. Und was du wieder betonst, ist, hol den Kunden dort ab, wo er oder sie ist. Also das bei dem Ergebnis, das er erreichen möchte. Und könntest du uns einfach mal ein paar Beispiele zeigen? Weil ich glaube, für viele, sie haben das öfters gehört, dass sie die abholen sollen, dass der Nutzen klar sein soll, aber die wissen nicht, was heißt das. Also können wir bei mir, bei dir, bei Wolfgang schauen und gucken, was heißt das konkret? Ja, man muss erstmal sagen, eben, man darf nicht sich so versteifen auf die Eigenschaften, die jetzt irgendwas hat oder eben zum Beispiel die Methoden bei Coaches. Es interessiert die Leute im wenigsten Fall, wie sie zu ihrem Ziel kommen, sondern sie wollen eben, dass ihre Probleme gelöst werden. Ob das jetzt über den oder den Weg ist, das ist den meisten, zumindest am Anfang, das kommt dann später in den Details, ja. Aber zu Beginn ist es denen erstmal wurscht. Ja. Ja. Das ist den Fehler, den eben viele machen, dass sie da ganz sachlich oder ganz neutral irgendwelche Sachen aufzählen, aber so diese Gefühlswelt vergessen. Ja. 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 Ja, gut, wir können mal gerade schauen beim Wolfgang, wie er das. Er hat hier eben diese zwei Seiten, einmal für Private. Und was ich hier bei Wolfgang schön finde, wo wir auch auf der ganzen Seite Wert gelegt haben, dass eben überhaupt die Genusswelt des Weins, dass diese positive Stimmung übertragen wird. Und da ist ein wichtiges Element auf Wolfgangs Seite jetzt zum Beispiel, es sind die Bilder. Ja, absolut, ganz wichtig. Ja, das ist doch schon mal, wenn man hier auf die Seite schaut und dann schon mal einfach so ein Bild sieht, ja, das sind lachende Menschen, die sind haben einen Wein in der Hand, die genießen es, das schmeckt denen, aber es ist nicht nur jetzt der Genuss vom Wein allein, sondern es ist die Geselligkeit kommt hier rüber, das Zusammengehörigkeitsgefühl, der Austausch, das Soziale, ja, also das kann durch Bilder super transportiert werden auch. Ja, man hat sofort ein Gefühl auch, hey, hier geht es um diesen privaten Kontext, im privaten Umfeld über Wein, was lernen, das wird sofort auch über die Bilder transportiert. Genau. Das ist, und dann hat er hier beschrieben, wenn Sie Freude an einem Gläschen Wein haben, mehr über Wein erfahren möchten, und beschreibt hier das Ganze so ein bisschen. Mhm. Und dann, was ganz wichtig ist, auch immer diese Call to Actions einbauen. Hier verlinkt er dann weiter. Ich weiß nicht genau, wohin er verlinkt, aber
Ich glaube, so Anmeldung für ein Gespräch. Genau, so Anmeldung zu seinem Newsletter. Und dann eben auch auf der Angebotsseite unbedingt auch dort Kundenstimmen einbauen. Nicht die, es gibt ja auch viele, die haben dann die Kundenstimmen auch nicht im Hauptmenü, sondern vielleicht gibt es da nur ganz versteckt irgendwo unten im Footer einen ganz kleinen Link. Und ich bin der Meinung, das sollte schon immer direkt dort auch stehen, wo es im Kontext passt, eben beim Angebot. Genau hier interessiert mich dann ja auch, was sagen eigentlich andere da dazu, die das schon mitgemacht haben. Ja. Da hat er hier das ganz gut gelöst und eben gleich noch die Kundenstimmen mit eingebaut. Ja, und was man hier super schön sieht auf Wolfgangs Seite ist, dass eure Angebot ist eher für Anfänger und Einsteiger, und dann je weiter man nach unten scrollt, kommen die für mehr Kenner, sodass du einfach auch siehst, der hat ein schönes Spektrum an Angeboten. Genau, und hier immer wieder schön die Kundenstimmen mit dabei und immer wieder schön mit Bilder zwischendrin. Es sorgt auch für Auflockerung und transportiert eben gleich nochmal so dieses Wohlfühlgefühl mit, sage ich mal. Ja, super schön, super schöne Seite. Ja. Ja, und hier kann man noch, wenn man Wünsche hat zu dieser Masterclass, hat er gleich noch ein Kontaktformular mit drin. Ja, das ist sehr schön gemacht. Und man sieht gleich für Firmen, das ist eben dann ein anderer Kontext, da spricht er ja eine andere Zielgruppe an. Da schauen auch die Bilder anders aus. Ja, hier ist es eher mit Anzug und ja, aber es sind auch lauter fröhliche Menschen, alle sind, also es ist einfach positiv und das schafft man halt mit einer reinen Textwüste nicht. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, dass man visuelle Elemente mit einbindet. Man kann ja auch auf der Angebotsseite, man kann auch diese Kundenansprache und diesen Kundennutzen in dem Video vermitteln. Kann man natürlich genauso machen. Ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Man sollte ja nur nicht jetzt ein halbe Stunden Video irgendwie machen, sondern vielleicht eher ein kürzeres, wo man einfach nochmal klar sagt, du, das und das und das schaffen, wenn du meine Unterstützung, wenn du mit mir zusammenarbeitest oder so. Absolut. Und was 3 bis 5 Minuten halte ich persönlich jetzt für ideal. Klar, es kann natürlich andere Themen geben, wo es wieder was anderes passt, aber ich würde so als Richtwert sagen, nicht länger als 5 Minuten. Absolut. Und was hier auch zu betonen wäre, ist, wie der Nutzen in Wolfgangs Fall ist anders bei einem Coach in dem Sinn. Ein Coach oder ein Trainer, der ein Problem löst. Der Wolfgang hat eher ein genussorientiertes Angebot. Es geht gar nicht darum, dass er ein Problem löst in dem Moment, sondern er gibt was Inspiratives, ein Genussmoment oder mehr Wissen über Wein, die eine Freude bereitet. Also da müsst du auch bei dir schauen, ob du eher ein inspirativeres Ziel setzt für deine Kunden oder ob du wirklich eine Herausforderung begegnest. Egal, der Nutzen kann trotzdem transportiert werden an der Stelle. Genau, aber hier jetzt für Firmen, für die wäre es eher irritierend, die hier lesen müssten, wann das jetzt alles richtig ist. Also da, man darf ruhig auch manchmal dann knapper bleiben und eben, es kommt ja immer darauf an, wie die Kommunikation sonst läuft. Ja? Wie kommen denn die Leute überhaupt auf diese Angebotsseite? Kommen die über Google oder wie kommen die da rein? Oder läuft es auch viel über Empfehlungen? Und die haben eben dann auch ein anderes Hintergrundwissen. Ja. Und daher muss man sich da danach richten, ob man jetzt viel Einstieg ins Thema macht quasi oder ob man auch schon ein bisschen direkter werden kann. Ja, absolut. Und Jutta, das ist eine Frage, die ich von vielen bekomme. Hier in dem Fall bei Wolfgang, bei diesen Privatangeboten haben wir gesehen, oder hier auch bei den Firmen, dass er sein exaktes Angebot darlegt, also was da passiert, was man lernen wird und so weiter. Bei mir auf der Homepage ist es anders. Ich reiße die verschiedenen Themenbereiche an, wo ich Angebote habe, aber ich gebe nicht exakt Preis. Worum es da im Detail geht. Also es wird eine Bandbreite geben für die Leute, wie weit sie im Detail gehen wollen.
Aber ich glaube, die Frage, die den Menschen am meisten verwirrt, ist die Frage, tue ich die Preise auf der Webseite, bei der Angebotsseite oder tue ich das nicht drauf, egal wie detailliert ich mein Angebot beschreibe. Was rätst du deinen Kunden, wenn du mit denen zusammenarbeitest? Genau, ich bin jetzt nur gerade am Schauen, weil ich jetzt das zeigen wollte. Bei dir ist das bei auf einer anderen Seite. Bei Programme heißt das, sorry. Ja, bei mir heißt genau. Was du nur gerade bei meiner Kundenavatar. Genau, wenn du runterscrollst, siehst du dort, ich habe viel, viel kleinere Beschreibungen als Wolfgang zum Beispiel. Ja, aber hier sieht man auch genau Kundenstimmen, Überschrift, ein Bild mit dabei und eine Beschreibung und eben ganz wichtig, der Call to Action. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Und ich komme gleich auf das Preisthema, was ich jetzt hier bei Wolfgang, um das kurz abzuschließen, noch sagen wollte, was auch noch ganz wichtig ist, dass man weiterführt. Was soll denn derjenige tun überhaupt, wenn er das jetzt liest? Und hier hat Wolfgang eben gleich seine Telefonnummer angegeben. Er hat E-Mail-Kontakt angegeben, was er hier weiter unten noch hat, was für die Firmen ja wieder ganz wichtig ist. Das sagt dann vielleicht manchmal mehr aus, wie jetzt jemand, der wenn jetzt ein unbekannter Mensch da ein Testimonial schreibt, der dabei war, sondern er hat hier wirklich ganz bekannte Firmen auch, was ja einen super Eindruck macht. Ganz viele ganz bekannte Firmen sind da mit dabei. Und ja, das ist natürlich eine super, super Referenz einfach. Was auch sehr cool. Ja, absolut. Absolut. Du hast voll recht. Dieses Call to Action, also schön, dass Sie die Angebote anschauen, aber was möchtest du, dass Sie als nächstes tun? Oder wo können Sie überhaupt weiter in Kontakt mit dir kommen? Und in dem Fall hat er bei den Firmenkunden dieses Telefonnummer, bei den Privatkunden war das die Eintragung für ein Kennenlerngespräch. Man kann auch pro Zielgruppe leicht anders handhaben, ja, weil Firmen sind eher geneigt, zum Telefon zu greifen, als sich einen Termin zu vereinbaren, ja. Ja, da muss man immer schauen, eben erstmal, wie können die mich gut erreichen. Ja, es bringt ja nichts, wenn die anderen zwar ganz zum Telefon greifen, aber ich bin eigentlich nie erreichbar. Ja. Man muss also schon dafür sorgen, dass das so, wie man es angibt, dass das dann auch passt. Ja, wenn ich eine Telefonnummer angebe, dann muss ich zumindest dafür sorgen, dass eben der AB dann halt im Hintergrund läuft, ja, wenn ich nicht da bin. Aber eben, das ist wichtig, wie du sagst, auf die Zielgruppe auch zu schauen, was ist für die üblich, wie machen die es normal oder wo fühlen die sich wohl damit. Ja. Ja, und dann eben so das Ganze zu lösen. Mhm. Genau, ja, Preise, Pakete, das ist ein ganz heißes Thema. Gell, hast du auch, gell, dass du das immer wieder gefragt bekommst. Soll ich jetzt die Preise drauf? Soll ich jetzt? Soll ich nicht? Ja, es ist schwierig, es gibt keine richtig klare Antwort, weil es echt unterschiedlich ist, je nachdem, was man eben anbietet und wie man das Ganze vermarktet. Aber es gibt natürlich gewisse Empfehlungen, an die man sich halten kann. Also um es vorab zu sagen, ich finde, es ist ganz wichtig, dass eben dieser Nutzen, den wir gesagt haben, der muss immer transportiert werden, egal ob ich jetzt Preise drauf habe oder nicht. Es muss rauskommen, was wichtig ist, was der davon hat, der Kunde. Ja? Und dann kommt es jetzt ganz drauf an, zum Beispiel, wie viel persönlichen Kontakt. Ja, ich habe da so vier Faktoren, wo ich sage, an denen kann man sich ein bisschen so entlanghangeln, okay, um für sich selber zu einer Lösung zu kommen. Ja, das ist für mich einmal der Preis, also die Preishöhe. Habe ich jetzt ein niedrigpreisiges Angebot oder habe ich ein hochpreisiges Angebot? Mhm. Und eben dann das Zweite ist es der persönliche Kontakt. Das ist ein Angebot, das mehr oder weniger irgendwie automatisiert läuft oder habe ich was mit Produktcharakter oder habe ich was, wo ich wirklich im persönlichen Kontakt bin. Ja? Und dann geht es auch darum, wie individuell ist das Angebot, wie flexibel bin ich da, ist das ganz nach Standard, ist das durchgetaktet, hier kommt das, dann kommt der Schritt, dann kommt der Schritt. Mhm.
Oder ist es so wie beim Coaching zum Beispiel, geht man wirklich ganz flexibel auf den Kunden ein? Ja, und das sind eben schon mal so Faktoren, wo man sich überlegen muss, wie das bei einem selber ist. Ja. Und darauf an, wie erklärbedürftig das Angebot ist. Wenn ich jetzt ein Angebot habe, wo ich mit einem Satz sagen kann, das biete ich an, so, das kriegst du bei mir und es ist jedem sofort klar, um was es geht, ist das eine. Es gibt auch Angebote, die kann man schwer beschreiben. Mhm. Ja, da müsste ich auf meiner Website vielleicht 5 Seiten füllen, weil ich irgendwelche Hintergrundsachen noch erklären muss oder sonst was. Ja, wo es dann so eben, das ist auch noch, das sind so die 4 Faktoren, wo ich wichtig finde. Und da habe ich auch in meinem Kurs eine Tabelle, die habe ich jetzt nur leider, glaube ich, nicht. Die schicke ich dir dann auf jeden Fall noch zu. Okay. Kannst du dann auch bereitstellen, genau. Also, und dann kommt es drauf an, gehen wir nochmal von Anfang an durch, Preishöhe. Mhm. Habe ich ein niedrigpreisiges Angebot, spricht es eher dafür, dass ich die Preise vielleicht auf der Website zeigen kann. Bei höherpreisigen Angeboten spricht es eher dafür, dass man es nicht zeigt. Und beim persönlichen Kontakt ist es so, wenn ich wenig persönlichen Kontakt habe, kann ich die Preise eher zeigen. Wenn ich viel persönlichen Kontakt habe, wäre mir ein Vorgespräch auf jeden Fall wichtiger. Ja. Ich würde auch zum Beispiel nicht wollen, dass jetzt jemand einfach so von der Website weg mein Angebot buchen kann, bei mir ein Coaching buchen kann. Ich möchte denjenigen vorher im Gespräch haben, dass ich weiß, dass es von beiden Seiten passt. Absolut. Das ist einfach ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor in einem Coaching, also wenn man individuell 1:1 Kontakt hat und dann sollte man das abklären, das ist für mich ganz wichtig. Super. Ja, und eben diese Flexibilität, wenn ich in Richtung Produktcharakter habe, mein Angebot, wenn ich zum Beispiel dann wenn ein Online-Kurs, ja, wenn ich genau weiß, hier kommt Modul so und dann kommt das und dann kommt das und es ist genau alles festgelegt, dann finde ich, kann man da auch ein Preisschild dran machen. Ja. Ja, aber wenn das jetzt ganz individuell ist, und dann ist es wieder schwieriger. Mhm. Und eben mit der Erklärbedürftigkeit, da brauche ich dann einfach ein Gespräch. Wenn ich mein Angebot so erstmal noch näher bringen muss, dann brauche ich ein Gespräch. Dann will ich nicht schon den Preis vorab auf der Homepage haben oder auf der Website, sondern dann ist es einfach schwierig, weil warum sollte der dann überhaupt sich da angesprochen fühlen? Der sieht dann den Preis, aber was soll er damit machen? Ja. Ja, ich könnte es mir leisten oder nicht, aber er kann sich nur nichts drunter vorstellen und das ist ja dann nicht zielführend. Ne? Ich möchte ja dem Kunden auch den Wert des Angebots vermitteln. Ja. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Kriege ich das rüber, den Wert des Angebots zu vermitteln, dann, okay, kann ich auch einen Preis vorgeben. Ja. Aber ist das im ersten Moment nicht ersichtlich, dann brauche ich das persönliche Gespräch. Und ebenso Online-Kurse, klar, wenn jetzt jemand noch E-Books oder irgend sowas verkauft, das sind quasi digitale Produkte, da gehört ein Preis dran. Meiner Meinung nach, jetzt außer vielleicht irgendwelche ganz hochpreisigen Masterclasses oder Kurse, wo man wirklich mit ganz wenigen Teilnehmern macht, wenn man sagt, da möchte ich auch ein Gespräch vorher. Aber alles, was so ohne persönlichen Kontakt mehr oder weniger oder mit wenig persönlichen Kontakt, wo eine feste Struktur hat, und da kann ich wirklich die Preise gleich angeben, dann kann jeder auch sich das überlegen und hat den Wert auch, kann man den Wert besser darlegen. Aber alles, was ins Individuelle, Persönliche geht, da würde ich auf jeden Fall keinen Preis hinmachen, weil... Ganz kurz, bitte, ich muss jemand reinlassen an der Tür. Okay. Aber egal, ich muss leider, ich mache mal hier auch auf Stopp ganz kurz, weil das wird dann aufhören zum Dings. So, wir hatten jemanden an der Tür und so ist es, wenn man live aufzeichnet im Homeoffice auf, Jutta. Das hat dir aber die Gelegenheit gegeben, während ich die liebe Dame gebrieft habe, dass du die Tabelle, von der du gesprochen hast, geholt hast. Also war es nicht umsonst, diese Unterbrechung. Genau. Ja, das ist so ein bisschen Spielerei mit diesen Punkten, aber da kann man sich einfach hier überlegen, eben
von 1 wenig bis viel hoch. Wo stehe ich mit meinem Angebot da so ungefähr? Und dann spuckt es hier ein Ergebnis aus und dann kann man eben schauen, habe ich wenig Punkte, ist es eventuell sinnvoll, in der Mitte muss man abwägen und habe ich viele Punkte, dann ist es vermutlich sinnvoll, eben die Preise nicht anzugeben. Ja, das ist eine super wertvolle Entscheidungshilfe und wir werden das am Ende des Videos entweder als Link oder als Anhang zur Verfügung stellen und dann kannst du damit spielen. Genau. Lass uns übergehen zu diesem Thema über mich Seite. Auch ja, das ist noch ganz, Entschuldigung, nur noch ganz kurz zusammenfassend, weil das haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht erwähnt. Es hat natürlich den riesen Vorteil, wenn man die Preise auf der Website angibt, dass es einfach transparent ist. Mhm. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich kenne einige, die sagen, nee, ist da kein Preis dran, interessiert mich das nicht. Aber ich finde, da muss man halt wirklich abwägen und schauen, auch wie reagiert mein Wunschkunde. Wie verhält er sich und kann ich auf solche Leute dann verzichten, die dann halt nicht kommen? Oder ist es sonst eigentlich, passt es auf meine Wunschkunden eben so, dass es denen halt ganz wichtig ist? Das ist immer so diese Wunschkundensicht, die man halt vorne anstellen. Absolut, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Danke, dass du das gesagt hast, weil bei aller Vorausplanung und Abwägung, und diese Tabelle hilft dir damit, so die Abwägung zu machen, eher ja, eher nein. Bei aller Vorausplanung, im Endeffekt muss man das testen im Markt und schauen, was da passiert bei deinem Wunschkunden. Das ist ein super Hinweis. Genau, weil das Preise, ja oder nein, hat definitiv eine Filterfunktion. Es werden immer, egal wie man es macht, irgendwelche Leute ausgefiltert, wie du sagst, dann halt testen. Genau. Wie funktioniert es für mich am besten? Absolut. Genau. Dann während du zurückgehst zu der anderen Ansicht bei den Webseiten, hole ich meine Fragen raus zur Über-mich-Seite. Welche Aufgabe hat die Über-mich-Seite, Jutta? Und was soll man als Website-Besucher hier erleben oder erfahren aus deiner Sicht? Ja, die Über-mich-Seite, die hat in erster Linie die Aufgabe, eigentlich Vertrauen aufzubauen. Mhm. Vertrauen aufzubauen und dann auch eben Vertrauensaufbau, dass eine Beziehung entstehen kann. Also, dass es irgendwie in irgendeiner Art zu einer Kontaktaufnahme kommt, dass eben, wie wir vorher gesagt haben, zum Beispiel in Newsletter eingetragen wird und man dann irgendwie weiterhin in Kontakt bleibt. Mhm. Ja, das ist eigentlich so das die Hauptaufgabe der Über-mich-Seite. Können wir eine Über-mich-Seite abrufen, Jutta, sodass wir schauen können, wie das möglicherweise aussieht, die Über-mich-Seite? Ja, ich kann mal meine eigene gerade zeigen, weil da gibt es auch ein Element drauf, wo ich vorstellen möchte, wo es eben darum geht, um diesen Vertrauensaufbau und auch darüber. Man erreicht es ja auch, indem man zum Beispiel die Frage beantwortet, warum ist eigentlich derjenige genau der Richtige für mich? Mhm. Also hier geht es auch darum, so Hintergrundinformationen zu bekommen über die Werte, die jemand hat, über die ganze Persönlichkeit, über wie derjenige so, wenn man im 1:1 ist, wenn man viel individuell mit jemandem Kontakt hat, das, der Nasenfaktor, sage ich mal, ist ein wichtiger Punkt oft. Ja. Genau. Und hinsichtlich dieses Vertrauens, Jutta, ich weiß von dir, dass du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, dass diese Über-mich-Seite wirklich individuell und kreativ ist. Und manchmal kann man zu einem Interviewformat greifen, manchmal kann man zu eine Timeline greifen, das ist das, was du gerne zeigst, so wie hat mein Laufbahn über Zeit ausgeschaut oder andere Formate. Was ist es wirklich, egal welches Format man, zu dem man greift, was wirklich das Vertrauen aufbaut aus deiner Sicht, wenn es um die Über-mich-Seite geht? Also mal abgesehen vom Format ist es natürlich besser, je mehr man sich zeigt. Muss man ganz klar sagen. Also wenn das ein Format ist, das also ein Videoformat zum Beispiel, dann ist es natürlich super, weil man denjenigen auch direkt sieht. Man kann die Gestik, die Mimik, man bekommt es halt mit und es ist immer noch
außer jetzt vielleicht ein Live-Video, was noch mehr daran kommt an den echten, realen Menschen. Ja. Man kann halt so viel mehr transportieren, die ganze Stimmung, ja. Das ganze Wesen. Das kommt bei einem Video viel mehr rüber. Ja. Und ansonsten ist eine gute Möglichkeit, dass sie halt sehr Probleme haben, die eigene Über-mich-Seite zu schreiben. Ich bin da auch genauso mit dabei, weil es immer ganz schwierig ist, über sich selber was zu sagen. Oh ja. Und da kann es ganz hilfreich sein, wenn man zum Beispiel das Ganze in Interviewform macht. Mhm. Und das haben wir beide ja hier sogar auch für meine Über-mich-Seite gemacht. Ja, erzähl mal, wie das ist, weil das ist echt, also ich fand das eine so kreative Idee von dir, Jutta. Ja, ich rate selber immer Leuten, die eben nicht gern jetzt nur ein Video machen. Und es ist, wenn man manchmal jemand beim Reden einfach so zuhört. Und man kann so auch seine Geschichte eben übermitteln. Das ist immer das, was so den Leser interessiert. Wie ist die Story dahinter? Ne? Ja. Und wie man das Ganze jetzt erzählt, diese Formate, wie du gesagt hast, da gibt es mehrere. Man kann natürlich eben das hier mit Video machen und man kann dann aber auch das Ganze in Textform machen. Und ich habe hier zum Beispiel für mich jetzt so ein Mittelding gewählt. Also wir haben ja einmal das Video gemacht und ich habe aber zusätzlich, weil das Video ist ja doch ziemlich lang. Ja. Und ich habe hier noch das so gemacht, dass ich das Ganze so ein bisschen zusammengefasst habe, was jetzt in gewisser Weise schon nochmal ein Beispiel für ein zweites Format ist, nämlich so eine Art FAQ, also Frequently Answered Questions. Ja. Genau. Und hier könnte man dann einfach mal schauen, so eine Überschrift, ganz klar, idealer Kunde, mit wem arbeitest du, kann er sich's näher durchlesen. Mhm. Ja, das heißt also nur für diejenigen, die das nicht gerade genau verstanden hat. Also Jutta hat mich gefragt, hey Shadia, du interviewst Leute doch so gerne, willst du mich interviewen zu meiner Arbeit? Sie hat mir die Fragen auch zur Verfügung gestellt, die sie gerne beantworten würde für ihren Wunschkunden. Und wir haben uns abgestimmt vorhinein, dann habe ich sie einfach per Video geinterviewt zu ihrer Arbeit und daraus ist dieses Video entstanden und eben dieser zusätzliche Zusammenfassung von den Contents in Textform, die man leicht auf- und zuklappen kann. Unten drunter finde ich total clever für diejenigen, die global orientiert sind und vielleicht gar nicht das Ganze sich anhören wollen. Genau, es gibt ja verschiedene Typen von Menschen. Der eine schaut sich lieber was an als Video, der andere liest lieber. Mhm. Und hier habe ich eben diese häufig gestellte Fragenart diese Fragen so nochmal schriftlich aufgearbeitet, sage ich mal. Ja. Und da sind eben so wichtige Dinge drin, wenn wir jetzt da nochmal drauf zurückkommen, was wichtig ist auf der Über-mich-Seite auch. Wenn man ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie haben sollte, und ich sage immer, viele haben da Angst davor, aber bei uns Solopreneuren ist ja unsere Persönlichkeit auch schon ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Und das sollte eben da auf der Über-mich-Seite auch rauskommen. Was unterscheidet mich denn eigentlich von den anderen, die Ähnliches anbieten wie ich? Ja, ja. Und ich finde, das zeigst du sehr gut hier. Darf ich an ein paar Stellen zeigen, wie du das machst, Jutta? Zum Beispiel hier mit deinen Fotos, wo du hinaufguckst, diese verschiedenen Posen von dir. Ich finde, man merkt, dass du schon ein humorvoller Mensch bist und das zeigt einfach ein bisschen deine Verspieltheit und gibt den Menschen das Gefühl, man kann sich dir annähern. Aber auch diese großflächigen Fotos, also du zeigst dich wirklich schon sehr auf dieser Seite. Das finde ich so schön. Und viele, die eine Über-mich-Seite machen, schreiben einen Text hinzu, aber es sind wenige Bilder von ihnen und schon gar nicht persönlichere oder verspielte Dinge. Und ich finde, du zeigst hier ganz schön, dass man den Mut ruhig haben sollte, das zu auf jeden Fall. Aber ich habe das auch nicht von Anfang an so gemacht. Das ist ein Prozess. Da muss man einfach dahin entwickeln. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man am Anfang anfängt und einfach nur ein Bild von sich draufstellen will. Hauptsache, man ist wirklich irgendwie zu sehen.
Ein Entwicklungsweg sozusagen, gell? Wie genau. Weit man das merken geht. Von der Persönlichkeit her. Man muss, wenn man jetzt als Online-Unternehmer neu und man hat da vielleicht noch irgendwie Hemmungen, wie reagiert die Außenwelt und will sich einfach noch nicht so präsentieren, das ist auch okay. Man muss da mit sich selber. Ja, das ist auch ein schöner Hinweis. Also geh so weit, wie du heute kannst, in dem dich zeigen, und das reicht, es ist ausreichend. Genau, ich habe hier noch zwei Beispiele, wo ich gewisse Dinge noch, hier komme ich jetzt da drunter. Genau, das ist unsere Firmenwebsite, wo ich mal noch zeigen wollte, wo ich eben mit diesem Alleinstellungsmerkmal auch wirklich lang überlegt habe, was macht uns eigentlich aus, weil ich bin ja auch, arbeite mit meinem Mann zusammen, also er unterstützt mich in manchen Bereichen, in technischen Bereichen. Und dann haben wir eben eigentlich festgestellt, dass unser Alleinstellungsmerkmal ist, wenn wir zusammenarbeiten, dass wir so unterschiedlich sind. Ja. Und das habe ich hier auf der über uns Seite in dem Fall auch eben so ein bisschen versucht zu beschreiben, dass das so rüberkommt, dass wir das vielleicht anders machen als andere. In einer großen Agentur ist das wieder ganz anders. Da hast du nicht so diesen persönlichen Kontakt. Und genau, und da muss eben jeder für sich ein bisschen schauen, wo ist denn dieses Alleinstellungsmerkmal? Wo habe ich das und wie kann ich das rüberbringen? Bei manchen ist es, dass sie ein System entwickelt haben, mit dem sie arbeiten, was ja eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und bei manchen anderen sind es Charaktereigenschaften oder Werte, die besonders ausgeprägt sind. Also da wird jeder was finden. Und dann soll man es eben auch noch rüberbringen. Genau. Und genau, was dieses Video angeht, da habe ich noch, nein, das war jetzt das Falsche, ich tue mir jetzt hier gerade so schwer, weil da oben. Ja, das sieht man nicht zwischen diesem Aufzeichnungsteil, ja, gell? Genau, ich habe vor kurzem mit der Katrin Hill noch gesprochen über ihre Über-mich-Seite. Ja. Und das fand, die habe ich gesagt, Mensch, darf ich die zeigen? Die finde ich auch ein schönes Beispiel. Das ist auch zum Beispiel hier mit ein Format, oder wo man drauf aufsetzen kann, indem man ein Zitat hier bringt. Und dann ist sie quasi darauf eingegangen und hat gesagt, ja, Konfuzius hat vollkommen recht mit diesem Zitat. Und ist dann darauf eingegangen und hat so die Überleitung gemacht. Ja. Und was man hier noch sieht, Social Proof ist wichtig, eben Kundenstimmen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann es auch sowas sein, wie die Katrin hier hat. Die würde nämlich vom Spiegel mal interviewt. Mhm. Und das ist zwar nicht über ihren Expertenbereich, aber es ist ja trotzdem, ich meine, es ist einfach eine tolle Sache. Und es sagt den Leuten, okay, die ist da schon erfahren, die hat... Der Spiegel hat da Interesse an ihr und man kann sie auch wirklich so sehen. Man bekommt nochmal einen persönlichen Einblick von ihr, weil sie da erzählt von ihren Reisen früher. Das ist einfach schön, wenn man sowas Persönliches auch seinen Lesern, seinen Besuchern dann mitteilen kann. Ja, und sie ist sogar in dem Video, glaube ich, bei dir, sind sie bei ihr zu Hause und sie zeigt, wie sie Eiern von Nachbarn bekommt, gell? Also ganz, ganz nahe. Ja, das ist wirklich toll. Und wo wir noch drüber gesprochen haben, eben, das ist auch für Journalisten zum Beispiel, wenn jetzt wieder mal jemand eine Videostory mit Katrin machen möchte, zeigt es auch, okay, sie hat Erfahrung in dem Bereich, sie weiß, wie das läuft, da lief einen ganzen Tag lang ein Expertenteam mit Kameras, Kamerateam mit ihr mit und sie weiß, wie sowas abläuft und das ist ja auch ein großer Vorteil, wenn jemand sie mal wieder einladen möchte, sowas. Ja. Und hier, was ich finde es schön, dass du dieses Beispiel ausgesucht hast, weil schau, diese Seite ist auch sehr kurz. Also man kann hier nicht so viel scrollen. Sie hat wirklich kurz, knapp und prägnant mit diesem Video. Meine Über-mich-Seite ist wiederum ellenlang, weil ich 23 heute gestellten Fragen beantworte im Detail. Und das heißt, es gibt keine richtig oder falsch von der Länge oder wichtig ist, was, Jutta, was, worauf wirklich kommt es an? Wichtig ist, dich zu zeigen, am besten eben, wenn möglich, auf jeden Fall mit Bild, idealer noch mit Video. Ja. Ganz wichtig ist eben diese Hintergrundinfos, die Persönlichkeit, die Infos auch über
deine Geschichte. Warum bin ich überhaupt da, wo ich jetzt bin? Warum bin ich der Richtige? Also die Expertise irgendwie auch darzustellen. Wo hat man vorher schon gearbeitet? Wodurch hat man seine Erfahrungen bekommen? Warum hat man sich vielleicht an manchen Wendepunkten so entschieden? Was sagt es über die Werte aus? Ja, so einfach diese Geschichte, finde ich, ein wichtiger Schlüsselfaktor. Ja. Dann ist es von den Elementen her, von der Über-mich-Seite noch ganz wichtig. Die Katrin hat es hier zum Beispiel nochmal, ein Call to Action. Also irgendwie eben dieser Beziehungsaufbau. Und die Katrin, die ist jetzt hier ein Beispiel für, sie ist sehr online, sage ich jetzt mal. Sie steht ja für Facebook und Facebook-Werbung. Sie hat auch keine Angebotsseite. Ja, die Katrin hat nur hier dieses Challenge und da kommt man auf die Landingpage für ihr Freebie. Ja. Also sie macht quasi das alles über ihre E-Mail-Liste. Ja. Und das hier, sie ist Facebook-Expertin, deshalb sind natürlich die Social-Media-Profile ganz wichtig. Ja. Und das ist ein weiterer Faktor. Es kommt darauf an, was du machst, wie du deine Über-mich-Seite aufbaust. Und da habe ich noch ein paar mehr Beispiele mitgebracht. Super. Genau, wenn man auch, wenn jetzt ein Designer zum Beispiel eine Über-mich-Seite hat, dann haben auch die Wunschkunden bestimmt eine ganz andere Anspruchshaltung. Ja, wenn jemand Design macht, dann möchte ich eine toll designte Seite auch sehen. Oh ja. Wenn jetzt ein Texter Textleistungen anbietet, dann möchte ich natürlich da auch einen super Text lesen, Storytelling, irgendwas. Ja. Und da zeige ich jetzt einfach mal noch so ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel Zeitstrahl, das finde ich auch ganz lustig, was mir ja gut gefällt, auch mit visuellen Elementen mit dabei. Man könnte hier natürlich auch von sich selber, vom Unternehmen, irgendwas, was jetzt gerade ist. Die Zeitstrahl ist so schön, weil man kriegt in so kurzer Zeit einen Überblick über den ja. Verlauf dieser Person in seiner Karriere und wichtige Meilensteine. Es ist auch so verspielt, gell? Es ist echt schön. Ja, genau. Noch ein Beispiel für eine Infografik. Und das funktioniert natürlich auch nur für so ganz kreative Berufe, sage ich mal. Ja. Und hier noch ein Beispiel für auch eine ziemlich kreative Seite. Der hat das Ganze mit Fun Facts so ein bisschen gemacht. Das sind aber eben lauter ganz Berufe, wo jetzt für uns Solopreneure vielleicht nur bedingt eben in Frage kommen. Mhm. Eine weitere Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel auch Mitarbeiter hat, die sich vielleicht nicht zeigen wollen, man könnte hier so kleine Cartoons machen lassen. Ja, quasi. Das ist super kreativ. Ja, oder so mit so Balken die Skills anzeigen. Ach, das war nichts mehr. Okay, genau. Aber was wir jetzt auch bei diesen ganzen kreativen Seiten, nenne ich sie jetzt mal, gesehen haben, es muss zur Zielgruppe passen, definitiv. Und es ist ganz wichtig, sich nicht zu irgendwas zwingen zu wollen. Mhm. Ich muss jetzt nicht eine super kreative Seite haben, wenn ich eben eine Marketingleistung anbiete. Dann habe ich einen ganz anderen Schwerpunkt. Ich wäre auch mit sowas total überfordert. So, ja, das muss einfach passen. Und ganz wichtig eben, finde ich, die Übersichtlichkeit darf auch nicht verloren gehen, weil manchmal sehe ich schon so Seiten, auch die Infografik gerade, es ist manchmal dann schon so, dass du dann eigentlich gar nicht mehr so erkennst, worum es richtig geht. Und das sollte natürlich nicht so sein. Ich finde diese Klarheit ganz wichtig, dass eben klar du rüberkommst, deine Aussage rüberkommt und die Möglichkeit, wie sie mit dir in Kontakt treten können, Erstgespräch oder nochmal Newsletter, Opt-in einbauen. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Vielleicht eine allerletzte Frage, bevor wir mit dem Interview abschließen, Jutta. Kannst du zurückgehen zu deiner Seite oder gehen wir zu meiner Seite über mich, weil ich möchte da was, wer bin ich, genau? Also du hast gerade, während des Late, ich erkläre, du hast gesagt, es geht um deine Geschichte. Was hat dich dazu gebracht, was du heute machst? Und ich teile auf meiner Wer-bin-ich-Seite eine ganz persönliche Geschichte, nämlich vom Tod meiner Mutter und von meinem Bruder und wie mich das in meiner Laufbahn beeinflusst hat. Und
warum ich mich entschieden habe, so wahnsinnig persönlich zu werden, was ungewöhnlich ist in Deutschland, ist, dass ich einfach sagen wollte, die Zusammenarbeit mit mir ist eher nah, es geht tief und ich bin eine Person, die wirklich viel in meinem Leben erlebt hat und deswegen Leute ganz an vielen Stellen abholen kann, auch wenn es vordergründig nur über Business und Marketing aussieht, es geht viel, viel tiefer als das. Viele fragen sich vielleicht, wie persönlich oder privat soll ich überhaupt gehen in meine Geschichte? Wo ist die Grenze? Was würdest du jemandem raten, der diese Überlegung macht hinsichtlich seiner Geschichtenerzählung auf der Über-mich-Seite? Ja gut, also der allerwichtigste Faktor ist natürlich, dass man sich selber damit wohlfühlt. Mhm. Weil wie du sagst, so viel persönliche Sachen, wie du jetzt hier schreibst, da würden sich, glaube ich, viele schon nicht mehr so wohl damit fühlen. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste, dass man selber da mit sich im Reinen ist, weil man soll ja auch gerne die Kunden auf die Seite schicken. Ja? Und das muss einfach passen. Und der zweite wichtige Punkt ist natürlich auch eben, was biete ich an? Ist es relevant für meine Kunden, dass die diese Hintergrundinfos haben? Eben bei dir, wie du gerade eben das erklärt hast, bei dir macht das auch Sinn. Mhm. Ja, und von daher ist man da nicht verpflichtet. Also man kann da wirklich so weit gehen, wie man möchte. Mhm. Wenn jetzt natürlich jemand irgendwas ganz irgendein Produkt oder sonst was, dann brauche ich auch jetzt solche persönlichen Fakten nicht wissen. Dann mhm. kommt es wieder auf andere Dinge an. So wie habe ich die Expertise bekommen durch das, dass ich jetzt das hier entwickeln kann oder so. Ja. Es sind dann einfach andere Schwerpunkte, die man setzt. Und du hast hier ganz klar den Schwerpunkt gesetzt eben auf deine persönlichen Erfahrungen auch, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Ja. Ja. Aber da gibt es wirklich kein irgendwie so viel oder so viel. Was für mich, das Einzige, was ich ganz klar sagen kann, aus meiner Sicht, ist es für mich ein No-Go, wenn man Fotos seiner Kinder für Marketingzwecke da verwendet. Mhm. Mhm. Also wenn jetzt jemand im Familienumfeld irgendwie was anbietet und er hat da ein Familienfoto drin, wo seine Kinder drauf sind, das ist okay, wenn es vom Kontext passt, wenn die Kinder, wenn sie älter sind, damit einverstanden sind oder so, aber manche, also ich finde generell halt, Kinder haben sonst nichts da zu suchen. Dafür habe ich eine ziemlich vielleicht strenge Meinung. Weiß ja, nicht. Eine klare eigene Meinung dazu einfach, ja. Genau. Und ich sehe das halt auch jetzt vielleicht nur weniger auf der Website, aber auch oft in Social Media, wie manche da wirklich, wenn sie Bio-Ernährung anbieten, ständig ihre Kinder posten beim Gemüseessen, zum Teil in wirklich privaten Situationen, vielleicht noch nur im Unterhemd oder keine Ahnung, wo ich mir immer denke, wenn die Kinder jetzt 10 Jahre älter sind, das ist denen einfach nur peinlich. Mhm, und das ist halt für mich so ein Punkt, man kann persönlich werden, aber nicht privat. Also es ist für mich auch ein Unterschied zwischen persönlich und privat. Ja. Ja, eben. Also ich finde das eine gute Grenze, wo man überlegen kann. Also wie persönlich, also es gibt klar was ein totaler Unterschied zwischen persönlich und privat und in welchem Bereich will ich unterwegs sein. Für mich ist auch meistens die Grenze persönlich ja, privat nein. Guter Hinweis. Jutta, wir sind am Ende des Gesprächs. Herzlichen Dank für diese. Jetzt gehen wir doch auf deine Webseite zurück, dass wir das im Hintergrund haben, nicht meine, sodass die Leute wissen, wo sie hingehen können. Ja, das ist ganz wichtig auf deiner Startseite. Jutta findet man unter anderem unter jutta-bayer.de, aber sie hat auch einen neuen Online-Kurs, der bald startet. Und du wirst vielleicht dieses Video jetzt kurz vorher oder sogar nach dem Online-Kurs von dem erfahren, aber ich wollte unbedingt darauf hinweisen. Jutta, generell, also wenn jemand mit dir, von dir und deiner Arbeit mehr erfahren möchte und mit dir zusammenarbeiten will, zum Beispiel in diesem Online-Kurs, wo finden Sie dich? Was sind Touchpoints im Web, wo du wissen möchtest, dass die Zuhörer dich finden können? Ja, wie du schon gesagt hast, hier auf jutta-bayer.de findet man
generell Infos über mich und mein Angebot. Und den Kurs, den du gerade angesprochen hast, das ist ein Online-Gruppenkurs, der Ende Oktober jetzt startet. Und da findet man Infos drüber auf wunschkunden-website.de. Mhm. Wunschkunde-website.de. Mhm. Genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich drei Schlüsselseiten wirklich aufgeschlüsselt. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin mir sicher, dass du für dich wertvolle Infos mitgenommen hast. Und ich werde diese Links von Jutta direkt und die Ressourcen direkt unterhalb des Videos posten. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Jutta. Ja, ich danke, Jalia, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Tschüss, ciao zusammen.